Ja, hallo zusammen, da bin ich mit der Freitag-Folge, also ja, letzte Folge für diese Woche, Riesengebiet, hier geht's irgendwie weiter, schauen wir einfach mal, alle Freunde. Ey, können wir den Scheiß mal lassen? Danke. Was an, können wir den Scheiß mal lassen, war denn jetzt echt so unglaublich schwierig zu verstehen? Wisst ihr auch nicht, oder? Ein scheiß weißer Bogen, auch weißes Zeus. Gucken wir hier. Ich werde wahrscheinlich die Quest mit den Teekesselplättchen nicht beenden. Ich suche da jetzt auch nicht nochmal. Habe ich echt keinen Bock drauf. Hier geht es auf jeden Fall steil bergauf. Ach komm, Baby. So. Weißes Zeus. Aha. Irgendwie die Hauptaufgabe aktualisiert. Ach je. Ich würde sagen, das ist irgendwie Erbert der Superkeiler. Keine Ahnung. Ist mal so eine Vermutung von mir. Na komm. Sollen das. Ja, das zu ihm. War jetzt nicht so schwer. Hat aber auch echt nicht viel. Na gut, da ist noch eine goldene Kugel. Okay, irgendwas ist gedroppt. Eine Maske. Und ein Spitzhelm. Ja, uns fehlt auf jeden Fall. Du hast keinen Platz mehr. Ach komm. Okay, das wird jetzt ein bisschen hin und her geporte. Können erstmal hier das Zeug rausnehmen. Ja, müssen wir zweimal hin und her porten, dann ist das so. Gibt Schlimmeres. Dann kann ich mir auch eine Zigarette anzünden, wenn es sowieso nicht hektisch wird. Also Rendern und Spiel mögen sich nicht so. Normalerweise ist die Ladezeit deutlich kürzer. Aber es gibt Schlimmeres. Wo ist denn jetzt hier der blöde Sack zum Verkaufen? Ich hasse dieses Kaff. Das ist der Kistenadass. Willkommen, Fremder. Schau dir unseren Laden an. Nee, ich glaube nicht. Mein Vater ist der beste Schmied in der Stadt. Ist mir egal. Nirgendwo findest du schärfere Klingen. Ich bin jetzt auch nicht so der Klingenfanatiker oder die Klingenfanatikerin. Ja, Kältewiderstand wäre schon nice. Nein, so ein Blutungsschutz. Geschicklichkeit, 10%. Energieregeneration ist nicht so wichtig. Komm. Das kann weg. Das kann auch weg. Das auch. 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 Den behalten wir. Die Ringe auch. Ich verstehe das nicht. Da haben wir nämlich nochmal. Ich weiß nicht, was die Idee dahinter ist. So. Ja, ich geb dir. Lass mich raten. Noch mehr Bernstein? Nein, kein Bernstein.
Angst, dass hier wird die Tasche aber auch voll. Muss man mal so sagen. Platz ist ja auch eher Asche, ne? Pack mal. Nee, vielleicht hat man das zufällig, aber ich glaub's nicht. Haben aber auch eine Tasche gleich mal spontan vollgeballert. Und dass man das nicht erweitern kann, ist mal echt nervig. Wirklich, wirklich nervig. Naja, was willst du machen? Aber im Grundsatz gerade mal 2 Taschenplatz. So. Stirb nicht bei dieser Kälte. Hauptsache, du stirbst nicht, wenn du die ganze Zeit da dumm rumstehst. Ich werde mich jetzt gleich nochmal zurückporten müssen, um den Scheiß hier irgendwie loszuwerden. Weil sonst brauche ich gar nicht erst loszumarschieren. Ach, habe ich jetzt weißes Zeug aufgenommen. Gratulation. So, L. Und wieder zurück. Sonst gehe ich weiter und darf sowieso gleich wieder zurück. Macht ja auch keinen Sinn. So. Oh Freude, du siehst mich gleich wieder, lieber Verkäufer und jeder. Nee. Ich und mein Orientierungssinn sind auch so 2 Sachen, die nicht so gut zusammenpassen. Nein. Sag mal, bin ich doof. Nein, die Frage braucht ihr nicht zu beantworten. Hä? Aber das ist auch, das muss man echt mal sagen, das ist auf der Map nicht so gut angezeigt. Da ist es ja. Helme sind hier drüben, ruinieren die Frisur, aber schützen den Schädel. Schnauze. Schlafwiderstand, Lähmungswiderstand plus. Ui. Steht da echt plus 31% Stärke. Wir brauchen nur 304, also der ist bei der nächsten. Beim nächsten Aufstieg auch fällig. Wobei der noch nächste Aufstieg echt noch weit weg ist. So. 31% Stärke, das müssten 100 Stärke sein, die der Scheiß. Helm uns gibt, das eine Menge. Das ist echt eine Menge. So, gucken wir mal weiter. Nee, willst du mich jetzt verarschen? Jetzt sag mir nicht, dass ich wieder leck mich am Arsch. Erkunde den Schrein. Ja, hinkommen vor Lachen, ne? Da der da unten irgendwo ist. Wie soll ich denn da hinkommen? Der Weg ist, glaube ich, zu als zu.
Da liegt dieser verschissene Baum drüber. Ach, okay. Ich habe nichts gesagt. Halt, stopp. Hallo, Mann. Wir erkunden jetzt den Schrein. Wie kannst du es wagen, meinen Eber zu töten und diesen Ort zu entweihen, Fremder? Weißt du denn nicht, dass er den Asen gehört? Nein, ist mir auch egal. Die Freundin ist nicht hier. Nicht, dass es für dich noch von Bedeutung wäre, denn du hast dein Leben verwirkt. Hab ich das? Der Faden deines Schicksals endet hier. Krieger von Volkwang, zum Angriff! Okay. Dann greif mal an. Dann lass mal sehen, wie das ist. Hey. Können wir das mal lassen? Ja, da war ja mal relativ schnell Asche, ne? Muss man ja mal so sagen. Freunde, das war jetzt nicht so doll. Wir nehmen lieber nochmal einen Trank. Ihr Leute, nehmt hin. Nein, falsche Taste. Leck mich doch am Arsch. Darf ich da mal hinweg? Wäre das möglich? Und dann gucke ich mir das auch gerne mal an. Tschüss. Ist ja wohl nicht wahr. Es war jetzt nicht so schwer, Leute. Angriffsqualität. Hallo? So. Gucken wir mal in die Queste. Okay, wir sollen zurückkehren, das machen wir. Und dann sind wir auch eigentlich durch für heute. War jetzt auch nicht so schwer, wie ich fand. Bei ihr hier kommen wir auch nicht weiter, ne? Nö, sie hat immer noch ein weißes Ausrufezeichen. Wo war denn die große Hütte vom König? Da war sie nicht. Leck mich doch am Arsch, da auch nicht. Wo war sie denn? Da auch nicht. Hallo. Oh, leck mich am Arsch. Mann. Das ist doch alles nicht wahr. Wo ist denn die große Hütte vom König hier? Hier war sie nicht. Da auch nicht. Was hattest du denn für eine Quest? Was hast du da? Ein Stück Rüstung? Von... Moment. Wirklich? Einige mutig. Es ist eine kleine Freude in einer... Ja, halt die Fresse.
Da müssen wir hin. Ihr Speer? Oh, sie war also dort. Ja. Aber jetzt nicht mehr? Nein. Dann haben sie sie wohl mit zurück in ihr Reich genommen. Nach Asgard. Wie können sie es wagen? Oh, Ylva. Okay. Kein Mensch, nicht einmal du, kann ihnen vom Schrein aus nach Asgard folgen. Und selbst wenn du es könntest, wäre es extrem gefährlich. Du redest davon, die Heimat der Götter zu greifen. Ja, das macht ja nichts. Für jeden anderen wäre das völlig jenseits des Möglichen. Doch wenn du wirklich versuchen möchtest, sie zu retten, kenne ich einen anderen. Aha, das ist ja toll. Der Legende nach lebte vor langer Zeit ein uraltes Volk in dem Gebiet, das wir die Schattenlande nennen. Aha. Dieses Volk schmiedete eine Verbindung zu anderen Welten tief im Inneren eines Berges. Eine Verbindung, die Sterbliche bereisen können. Seit langem hat niemand einen Dwerger gesehen. Manche sagen, sie seien alle an diese anderen Orte verschwunden, hätten aber Überreste ihrer Kultur zurückgelassen. Wenn also jemand dieses Portal finden kann, dann du. Nitzbald kann dich mit seinem Schiff dorthin bringen. Er kennt den Weg. Falls er meckert, sag ihm, dass er ein fauler Nichtsnutz ist und ich es ihm befehle. Und bevor du gehst, nimm das. Die erste Verzauberung, die ich aus Nertus Mistelzweig hergestellt habe. Aha. Magie einer Gottheit gegen die Götter. Mögen deine Waffen mit ihrer Macht brennen. Ah, eher nicht. Was? Gegen magische Kreaturen und gegen Scharen der Götter. Okay. Na dann, mehr ist hier, glaube ich, jetzt auch nicht. Nö. Und da wir jetzt, glaube ich, nur zum Wasser zurück müssen, ich probiere es mal eben. Ne, da ist das. Irgendwo war hier der Ausgang. Das Rendern der dritten Folge ist fertig. Ach, Freunde. Ah ja, du bist das. Hast du meinen Tannenzapfen? Ja, ja, das Boot ist bereit. Aber falls du doch noch irgendwo Schnaps findest, ich würde ihn immer noch nehmen. Ja. Das machen wir jetzt nochmal eben. Gucken, ob wir da irgendwie ein Portal finden, die, oder beziehungsweise ein Port. Erstmal eine Quest und da ist ein Brunnen. Gut, ihr Lieben. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.